Ultramarathon-Prep, wie habe ich mich vorbereitet für den Ultramarathon? Habe ich mich genug vorbereitet? Und wie sieht eigentlich mein Equipment aus? Bin ich genug vorbereitet für den Ultramarathon? Ich glaube nicht wirklich. Es ist wie beim ersten Ironman. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich kann gar nicht sagen, ob das klappt oder nicht. Aber ich habe mir ein Ziel gesetzt, und zwar 100 Kilometer laufen. Was habe ich in der Vorbereitung gemacht? Ich bin ungefähr Longruns bzw. die gesamte Strecke in der Woche maximal 66 Kilometer gelaufen. Einfach um die Sehnen, Bänder und Gelenke darauf vorzubereiten, diese enorme Belastung mitzumachen. Und der Rest, diese 30, 40 Kilometer, die dann noch da on top dazukommen und natürlich auch auf einmal, die entscheidet, glaube ich, einfach mein Kopf, ob ich das gut durchstehe. Jetzt gehen wir aber mal zu den einzelnen Sachen, wie ich mich darauf vorbereite bzw. was für Equipment ich da mitnehme für diesen Last Man Standing Ultramarathon. Und zwar fängt es schon an bei den Schuhen. Ich habe mir neue Schuhe gekauft und zwar sind das die Nike Ultrafly. Die sind für Trailrunning. Das Ding ist, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, dieser Ultramarathon ist ein Last Man Standing Ultramarathon, 6,6 Kilometer. Du hast eine Stunde Zeit, diese 6,6 Kilometer zu absolvieren, aber es sind 100 oder 90 bis 100 Höhenmeter pro Runde. Also schon ordentlich. Das Gelände ist auch nicht ganz Asphalt, sondern eher Steine und so weiter und so fort. Also das heißt, da passt schon so ein Schuh mit ein bisschen Struktur, damit ich gut das Ganze absolvieren kann und auch Grip habe, ganz gut dazu. Wetter übrigens aktuell sieht nicht so gut aus, mit ein bisschen Regen, von daher passt das nochmal besser. Hier ist auch eine Carbonsohle drin und hiermit kann man auch locker mehr als einen Marathon laufen. Trotzdem ist es so, komme was wolle, ich habe noch einen Backup-Schuh mit dabei, einfach mit Schuhen, die ich schon mal gelaufen bin. Worst-Case-Szenario, irgendwas passiert und du hast noch ein paar Schuhe mit. Deswegen habe ich noch ein zweites Paar dabei. Dann geht's weiter. Socken. Ich habe Running-Socken und zwar zwei Paar. Warum? Also ich kann euch eins sagen, nach so einem Marathon ist es auch mal schön, frische Füße zu haben. Einfach frische Füße zu haben, das Ganze mal zu wechseln, weil deine Füße nach so einem Ultramarathon werden bestimmt nicht gut aussehen. Deswegen Fußpuder, damit die Füße trocken bleiben, haben wir auch mit am Start. Und Worst Case Szenario, wir sind immer gut vorbereitet. Vorbereitung ist das A und O, Blasenpflaster. Und hier sind noch Druckstellenpflaster. Also den Füßen kann schon mal nichts passieren. Dann geht's weiter. Mit deinem eigenen Körper natürlich. Ich muss Nahrung aufnehmen in dieser Phase. Was mir ganz zugute kommt bei diesem ganzen Ultramarathon, ist, dass ich jetzt zweimal schon einen Ironman absolviert habe und ich weiß, was es bedeutet, eine Belastung von knapp 12 Stunden zu haben. Mit der Ernährung, mit dem Fueling. Was esse ich also, beziehungsweise das nehme ich zu mir während der Zeit? Flüssigkeit, natürlich. Energydrinks, Elektrolyte. Übrigens, da sieht man mal, wie lange ich schon Sachen von MyProtein nutze. Das ist noch von dem ersten Branding von MyProtein. Elektrolyte nehme ich, ich weiß nicht, noch nicht wie viele. Ich habe jetzt mal ungefähr gesagt, dass ich davon 4 Tabletten während des Ultramarathons benutze. Dann haben wir hier Oatbakes. Kohlenhydrate. Und einfach, damit du mal zwischendrin auch mal was essen kannst. Vor Ort wird es auch was zu essen geben. Dazu werde ich mal ganz kurz gucken. Ich habe mich natürlich gut informiert beim Veranstalter, was es zu essen gibt. Also es gibt Riegel, Bananen, Kartoffeln, Kuchen, Weingummi, Salzbrezeln und Foodtrucks. Ich werde also nicht verhungern. Komme, was wolle. Wenn ich keinen Bock mehr habe auf Riegel oder Energy Gels, kann ich auch was Normales essen. Ich werde aber auch tatsächlich noch Nudeln vorher mir kochen und die mitnehmen, einfach damit ich das vor Ort so snacken kann, damit ich weiß, was ich da gekocht habe, weil ich weiß ja jetzt nicht, in welcher Art und Weise die da die Essenssachen, ob das jetzt plain Kartoffeln sind oder ob das in irgendwelchen Sahnensoßen sind, ob ich mir das antun möchte für meinen Magen. Was ich mir aber antun möchte, sind Energy Gels. Wie viel nehme ich davon? Ziel sind 100 Kilometer laufen. Bedeutet also, 2 Gele pro 10 Kilometer. Das ist ungefähr
das, was ich mir vorgenommen habe, das sollte auch irgendwo immer drin bleiben. Das schreibe ich mir auch nochmal auf, weil egal was passiert, manchmal ist das so, dass man dann so ein bisschen vom Kopf her ja, schwach wird und dann vielleicht so welche Sachen vergisst. Deswegen Energy Gels habe ich auch mit genug dabei. Kenne ich auch vom Ironman auch schon. Irgendwann kannst du die Dinger auch nicht mehr sehen, weil wenn du da jetzt 15 Stunden am Start bist, dann haut das schon ordentlich rein. Übrigens, es geht um 9 Uhr los. Ziel ist es, dann um 12 Uhr nachts die 100 Kilometer geschafft zu haben. Alles, was darüber hinausgeht, keine Ahnung. Wenn das Video online kommt, ist das schon fertig. Ich habe ja gerade gesagt, 0 Uhr nachts. Was bedeutet das also? Wir laufen durch den Wald. Es ist Lampenpflicht. Und zwar habe ich mir hier so eine Lampe gekauft. Die hat unterschiedliches Licht. Also ich bin, glaube ich, gut vorbereitet, dass ich da die ganze Nacht durchlaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Lassen wir uns auf uns zukommen. Letzter Step. Ich habe natürlich auch noch eine Laufweste. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich das benutze. Da müssen wir mal gucken, ob ich mein Handy dann zwischendurch mit reinnehme oder nicht. Das machen wir alles spontan, aber Worst Case Szenario, ich habe es alles dabei und weiß dann, dass ich die Sachen mitnehmen kann. Der letzte Step ist aber auch, wenn wir uns gut versorgt haben mit Elektrolyten, dass wir eventuell die Muskulatur ein bisschen lockern. Deswegen habe ich einmal meine Massagegun mit. Auch die werde ich vorher dann oder währenddessen auch nochmal benutzen. Ich denke, das macht auch Sinn, um die Muskulatur einfach ein bisschen zu lockern. Wie krass das beansprucht aber wird, kann ich euch überhaupt nicht sagen, weil ich es noch nie gemacht habe. Und der letzte Step, mein Laser. Das ist ein Rotlicht und damit kann ich einfach nochmal ein bisschen meine Gelenke gerade vorbereiten, den Tag davor, beziehungsweise die Stunden davor, werde ich das damit noch mal ein bisschen bearbeiten. Und dann sollte ich, glaube ich, bestens vorbereitet sein für den Ultramarathon Last Man Standing. Wie das Ganze ausgeht, wie viele Kilometer ich schaffe, was alles unterwegs passiert, werdet ihr genau nächste Woche im YouTube-Video sehen, wenn das alles dokumentiert wird. Seid gespannt. Ich freue mich drauf.